Ja, moin moin ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Modellreview oder Modellumbau, je nachdem wie man es sehen will. Ja, heute geht es wieder um ein Modell, was ich schon in meiner Sammlung habe eigentlich, aber mir noch mal ein zweites Mal bestellt habe. Bleibt einfach mal dran und wir sehen uns nach dem Intro dann wieder. Ja, was habe ich heute vor mit euch? Und zwar den Kran, den kennt ihr ja. Der steht normalerweise auf meinem Modell, auf meinem Bauhof-Diorama in H0. Ja, und wie gesagt, dieses Modell habe ich mir noch ein zweites Mal geholt. Ja, da gibt es ein paar kleine Probleme, die erläutere ich euch jetzt erstmal vorweg. Ja, und zwar, wie ihr sehen könnt hier gerade, das ist die Kiste, die sieht schon sehr mitgenommen aus. Das Modell ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube fast neu. Und zwar hat dieses Modell gerade mal 60 Euro gekostet und hat einen wesentlich besseren Zustand wie das Modell, was ich euch letztens in dem eBay aus dem Video aktuellem Anlass gezeigt habe. Das verlinke ich euch auch unten nochmal. Ne? Ja, dann zeige ich euch das Modell jetzt mal genauer. Ja, so schaut dieses Modell wie gesagt aus. Es ist in H0, es ist nicht in 1:50, wenn man sich das mal hier anschaut. Ne? Also wirklich, wie gesagt, nagelneu. Ne? Ein bisschen kaputt vorne, das macht aber nichts. Das eine Problem, was ich habe, ist, ist der Unterwagen. Ne? Der Unterwagen von dem Kran, den habe ich ja als Schrottmodell gekauft seinerzeit für 30 Euro, da war der Unterwagen kaputt und ihr könnt es vielleicht schon sehen, dass dieser Unterwagen etwas anders ist wie eben der Originalunterwagen. Der ist nämlich schmaler. Ja, da kommt das erste Problem, aber ich zeige euch, worum es geht. Ja. Und zwar, ich glaube, hier kann man das sehr schön sehen, dass der Originalunterwagen etwas schmaler ist, wie der Unterwagen, den ich hier genommen habe für. Das Problem, die Kranbahn oben auf meinem Diorama ist in der Spurbreite für diesen Wagen, Unterwagen gedacht. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, der alte Kran, der bekommt sowieso keinen Unterwagen, der wird ja auf dem Dio auch aufgebaut, deswegen auch Umbau, weil ich bei dem hier den Ausleger auch kürzen werde, was ich euch auch in diesem Video zeigen werde. Und zwar wird der neue Kran den alten Unterwagen kriegen und der alte Kran den neuen Unterwagen, habe ich mir so gedacht. Beziehungsweise den brauche ich ja erstmal gar nicht. Ne? Weil der alte HC hier ist ja oben auf dem Dio, der wird den Platz einnehmen, wo jetzt der Terex Peiner Kran steht, der weiße. Den, ne? Deshalb wird auch der Ausleger gekürzt von diesem Modell hier. Und ja, ne? So weit, so gut. Ja, machen wir hier nochmal einen Cut. Wie gesagt, das Modell ist nagelneu. Da wird auch, wie gesagt, das Einzige, was ich an diesem Modell verändern werde, ich werde hier diese Kletterglocke entfernen. Ne? Weil das wertet den Kran tatsächlich optisch etwas mehr auf, muss ich sagen. Wie gesagt, da könnt ihr auch nochmal sehen, das Ding ist wirklich, ja, sehr, sehr gut erhalten. Ne? Deswegen wird da auch kein Aufkleber drankommen wie hier. Ne? Und ja, machen wir wie gesagt nochmal einen Cut und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, wie gesagt, werde ich den Ausleger des alten Krans kürzen. Das Teil hier, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das Kranteil hier, das habe ich auch erstmal auf Seite gelegt.
Ja, was mache ich? Ich werde jetzt hier den Ausleger kürzen, hier vorne, und hier wieder ankleben. Beziehungsweise hier den Ausleger kürzen und das Teil hier vorne dran kleben. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach und schnell gemacht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal den Dremel dafür. Proxon-Dremel in dem Fall. Und eben die Trennscheibe. Ne? Was braucht eben die Trennscheibe? Ne, die packe ich hier vorne schon drauf. Zack. Dann drehen wir das fest. So, und schon haben wir eben die Drehscheibe dran. Damit trenne ich das jetzt auf. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt diese Spitze hier vorne abgeflext. Die wird jetzt hier, kommt jetzt hier so dran. Ne? Das heißt, ich werde nochmal hier einmal das Stück abflexen und dann kommt diese Spitze halt hier vorne dran. Ne? Wie gesagt, ich muss das noch ein bisschen beilackieren dann dementsprechend. Ne? So. Wie gesagt, ich baue gerne Kräne um. Ich habe es bei meinem Wilbert-Kran habe ich es schon gemacht. Da habe ich den Ausleger verkürzt, weil er zu lang war halt. Ne? Warum? Ne, man könnte eigentlich auch dieses Teil hier abflexen und dementsprechend dann auch diese Abspannung hier ab etwas verkürzen. Das funktioniert auch. So, dann kürzen wir den Ausleger nochmal. War genau an der Stelle hier. Einmal drehen. Wie gesagt, das Teil brauche ich jetzt nicht mehr. So, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Dann kommt das Teil wieder hier dran. Wie gesagt, ich habe das jetzt, das ist jetzt das Teil, was ihr einfach reinschiebt, ne? Ganz einfach. Und dann passen wir dieses Teil mal an. Und da ist das erste Problem, was ich sehe. Das muss ich doch noch mal ändern. Ich müsste das hier vorne abflexen, damit das oder auch hier abflexen. Ja, machen wir noch mal einen Cut. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. So, jetzt habe ich das Teil doch noch mal abgeflext. Etwas. So sieht es jetzt aus. Das wird jetzt hier, kommt jetzt hier vorne oder wird hier vorne festgeklebt. Das sieht doch dann schon gut aus. Und der Ausleger ist dementsprechend kürzer dann, wie man das sieht, ne? Ja, wie gesagt, das ist ein ganz einfacher Umbau. Da muss ich jetzt noch so ein bisschen beifeilen, ist klar. Ne? Aber sieht doch schon so, wenn ich das so dran halte, ganz gut aus. Ne? Wie gesagt, so wird der Ausleger dann in der Länge ungefähr. Passt doch. Wie gesagt, das Stück ist jetzt raus hier. Ne? Das brauchen wir nicht mehr. Ja, machen wir noch mal einen kleinen Cut. So, jetzt habe ich das beigeschliffen. Wie befestige ich das? Ja, ich mache das ganz spontan, sporadisch mit Sekundenkleber. Ach, der ist wieder feste. Wie gesagt, ich mache das mit Sekundenkleber. Das ist ganz einfach. Da kommen ein paar Tropfen hier oben drauf. Na, ist die Spitze zu. Ah, sauber. Wie gesagt, ihr müsst sehr oft vorsichtig sein mit Sekundenkleber. Der reagiert nämlich mit Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn ihr wollt, dass das Teil hält, ne,
müsst ihr ganz einfach euren Atem dafür benutzen, eure Atemluft. Einfach so machen, weil der Sekundenkleber, der reagiert auf Luftfeuchtigkeit oder der erhärtet bei Luftfeuchtigkeit. Ne? Wie gesagt, das machen wir ganz einfach so. Nochmal einen Tropfen hier vorsichtig oben drauf. Ne? Ich habe extra darauf geachtet, dass der nicht verfärbt oder weiß wird. Ne? Zack. 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 So, der muss jetzt trocknen. Dann machen wir hier nochmal einen Cut. Ja, zeitgleich, wenn ich den Ausleger trocknen lasse hier, wollte ich diese Kletterglocke entfernen, weil braucht man nicht. Das ist auch ganz einfach, die trennt ihr hier oben einfach ganz vorsichtig ab. Und dann im Anschluss werden wir den neuen Kran zusammenbauen. Allerdings wird der neue Kran den Unterwagen vom alten Kran bekommen, da der neue Unterwagen, ihr wisst es ja, zu schmal ist. Das ist halt, wie gesagt, bei dem Modell war der Unterwagen etwas schmaler. Bei dem Nachfolger, bei dem neueren HC, war der Unterwagen schon etwas breiter. Ne? Und ich habe die Schienenbahn, wie gesagt, oben, die habe ich eben für die breite Schienen, für den breiten Unterwagen gebaut seinerzeit, weil dieser Kran, den habe ich ja, wie gesagt, für 30 Euro als Schrottmodell gekauft und wieder fertig gemacht. Da war der Unterwagen kaputt. Deswegen habe ich eben die Schienenbahn für den breiten Unterwagen gebaut. Ne? Auf dem H0 Dio. Ne? Deswegen, das habt ihr ja auch gesehen gerade eben, dass ich deswegen die Schienenbahn nochmal umbauen, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist zu viel Arbeit. Deswegen bekommt der alte Kran den neuen Unterwagen, wenn er mal nicht auf dem Dio steht, sondern ne, auf dem Dio wird er ja sowieso nicht den Unterwagen bekommen, weil der bekommt ja der kommt ja auf den Stellplatz, wo der eben der weiße Terex Piner steht jetzt noch aktuell. Ne? Ja, trennen wir ganz einfach nochmal hier die Kletterglocke oder die Klettervorrichtung ab. Einmal. So, da müsste die Kletterglocke eigentlich schon losgehen, da ist sie. Ja, wie gesagt, ich mag Kletterglocken nicht am Kran, da sieht der Kran, ja, gibt es, ist zwar auch original, aber die Kletterglocken, die benutze ich nie. Und das wertet den Kran halt dementsprechend auch auf, ne? Muss man wirklich sagen. Ja, machen wir hier nochmal einen Cut. So. Jetzt habe ich den Kran soweit fertig, den kleinen, zumindest den alten, das zeige ich euch gleich. Ich mache jetzt gerade noch den Kranfahrer hier wieder fest, weil der ist lose gegangen. Ne? Dazu könnt ihr aus der Kabine dieses Glas rausschieben und dann einfach hier so draufsetzen. Wieder, ne? So, dass der Kranfahrer wieder da sitzt. Wie gesagt, das ist das Glas der Kabine, das könnt ihr einfach rausschieben. Ne? Dann kommt er wieder hier oben rein und gut ist das. Dann können wir das Hubseil ein bisschen kürzer machen, weil der Ausleger ja jetzt relativ wesentlich kürzer ist als vorher. Ne? Ja, dann zeige ich euch jetzt gleich mal das Ergebnis.
So, den neuen Kran habe ich jetzt soweit schon mal fertig, beziehungsweise den alten. Der neue Kran, den baue ich jetzt mit euch zusammen. Das ist ganz einfach, da bauen wir den Oberwagen zusammen. Das ist ganz einfach, ihr setzt die Spitze hier drauf. Dann habt ihr hier so kleine Pinne. Die steckt ihr da rein. Ne? Einmal. Ja, heute, damals waren das noch so Pinne, die ihr da reinstecken müsstet, wenn ihr euch einen neuen EC-H kauft. Da sieht es dann anders aus. Da kommt die zweite Pin da durch. Schon habt ihr die Spitze fest, eben dementsprechend. Ne? Dann brauchen wir die nächsten Pinne. Den Karton hole ich mal am besten hier rüber direkt. Da ist der nächste Pin. Ah, komm raus da, ist schwierig mit einer Hand. So, da sind die nächsten beiden. Dann könnt ihr den Gegenausleger befestigen. Der Gegenausleger beim HC ist hinten etwas breiter als beim EC-H. Beim EC-H würde das hier durch eine durchgängige Linie sein. Ne? Ist ein Erkennungsmerkmal beim HC. So viel dazu. So, dann machen wir das Teil hier hinten fest. Zack. Einmal durch, zack fest, dann brauchen wir den Ausleger. Der Ausleger, in dem Fall bleibt der Ausleger komplett lang. Also das heißt, den werde ich jetzt nicht kürzen, das ist zu schade. Das Modell ist wirklich zu schade, das ist neu, wirklich. Also ich glaube, der war noch nie aufgebaut, so habe ich das Gefühl. So, stellen wir mal hier drauf. Dann einfach wieder das nächste, den nächsten Eisen, den nächsten kleinen Stift hier durch. Na, das war hoch. Morgen, Herr Nienhaus. So, da rein. Und schon steht der Oberwagen, ist der Oberwagen fast fertig. Damals bei den alten Modellen, da war das noch nicht so detailreich. Ihr kennt ja vielleicht, das kann ich euch auch gleich mal zeigen, Unterschied zwischen EC-H und HC. Die Abspannung, die ist heute beim neuen, beim aktuellen EC-H wesentlich detailreicher, Freunde. So, jetzt machen wir ganz einfach mal diese hier. So, und schon haben wir die Abspanndrähte draußen. Und ihr werdet sehen, das sind die Original. Ich habe euch ja das Video gezeigt. So müssen die Originalabspannungen aussehen. Schön gerade. Ne? Dann kommt das hier vorne rein und wird hier befestigt. Und schon sitzt das Teil. Ja. Dann das nächste, das sind diese beiden dünneren oder die schmaleren Abspanndrähte. Ja, die kommen hier hinten rein. Einmal. Wie habe ich das da gemacht? Da habe ich das so gemacht. Ganz einfach. Zack. Rein. Und etwas, wenn zur Sicherheit. Da fällt mir ein Problem auf. Dann machen wir hier mal einen Cut. Ja, hier könnt ihr nun beide Krane sehen. Das ist der neue. Und da seht ihr das zweite Problem. Das Unterteil ist, wie gesagt, dadurch, dass es älter ist, dunkler wie das Oberteil. Und genauso auch auf der anderen Seite. Das neue Unterteil ist halt etwas
heller wie das Oberteil. Ja, aber das macht in dem Sinne nichts. Wie gesagt, der Kran hier, der kommt auf die Erweiterung, ne? Ja, da wo der Terex Peiner eben stand, und der Kran hier, der neue, der kommt auf die Schienenbahn, wie gesagt. Ja, ich habe auch den ha einen anderen Haken dran gemacht, einen roten, rot lackierten. Sieht doch schon ganz schön aus, neuer Kran. Wie gesagt, ob er jetzt so ein Logo dran bekommt, das möchte ich nicht unbedingt. Nee. Wie gesagt, ja. Und wie das Ganze dann halt auf der Platte aussieht, auf der Dioplatte, das schauen wir uns jetzt gleich an. Ja, alles in allem für 60 Euro, flammneues Modell. Wirklich, also top, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt die Kletterglocke entfernt. Das wertet den Kran so ein bisschen optisch auf, muss ich sagen. Sieht besser aus, finde ich. Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob das besser aussieht oder nicht so schön aussieht. Wie gesagt, befestigen kann man sie immer noch. So, jetzt könnt ihr mich noch mal sehen. Ja, wie gesagt, der Kran ist flammneu. Ihr habt es ja gesehen. 60 Euro habe ich dafür bezahlt. Und ich habe euch ja gesagt, der Anbieter, bei dem ich das eine Video gemacht habe, der hat den Kran immer noch drin stehen für 99 Euro. Der wird den nicht los. Ja, das soll es gewesen sein. Ach, im Übrigen, ich habe mir einen neuen Gips gekauft. Kann man das hier hinten sehen? Da. Allerdings nicht im Baumarkt, sondern den habe ich mir im Internet bestellt. Das ist Alabaster-Gips. Also das ist noch ein bisschen feiner. Jo, dann soll es das gewesen sein. Wir sehen uns gleich oben nochmal auch bei der Dioplatte, wenn ich die beiden Krane da stehen habe. Das sieht bestimmt gut aus. Zwei gleiche Krane. Und dann sehen wir uns oben nochmal an der Dioplatte, wie gesagt, an dem Betriebshof in Hannul wieder. Macht es, ich sag, bis gleich. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ja, und so schaut das Ganze nun aus, wie gesagt. Hier der neue Kran, ne? Da habe ich eben dementsprechend die alte Basis drunter gemacht, ne? Und eben der alte Kran hier auf der Seite mit dem verkürzten Ausleger, der hat natürlich keine Kranbasis unten, der hat ein Betonfundament eben, ne? So wie es ja auch tatsächlich ist, gibt, ne? Ja, warum habe ich den, jetzt wisst ihr, warum ich den neuen Kran auch auf dem alten Unterwagen gestellt habe. Denn ich habe seinerzeit die Schienenbahn für den alten Unterwagen gebaut und ich möchte diese Schienenbahn nicht verändern. Ich kann euch einmal ganz kurz zeigen, warum. Ich stelle mal den neueren Unterwagen daneben und da könnt ihr sehr, sehr schön sehen, dass der halt nicht auf auf diese Kranbahn passt. Wie gesagt, der Unterwagen, den ich seinerzeit bei dem Schrottmodell hier drüben, bei dem Modell hatte, mit dabei hatte, der war kaputt. Der hatte aber auch dieselbe Spurbreite, es war derselbe wie der. Wie gesagt, konnte ich nicht mehr reparieren richtig. Ich habe ja einen riesen Ersatzteillager für meine Krane und deswegen hat eben der Kran damals diesen Unterwagen gekriegt. Und deswegen ist die Schienenbahn auch etwas breiter. Und eben diese Schienenbahn, die Original-Schienenbahn, die passt da halt nicht drauf, ne? Aber die wird nicht weggeschmissen. Falls ich die Modelle mal in die Vitrine stellen möchte oder so, wird eben der Unterwagen aufgehoben. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hier schon kennt, ne? Das ist der AKV. Der alte AKV-Autokran, ne? Sind auch zwei neue Modelle dazugekommen. Und zwar, wie gesagt, einmal der VW Crafter und der
Neue Mercedes Sprinter hier hinten sind dazugekommen zum Beispiel. Ja. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Machen wir hier nochmal einen Cut. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Im Anschluss kommen natürlich Detailbilder, ganz klar. Das Modell von dem, was ich euch in diesem eBay-Video gezeigt habe für 99 Euro, dieses absolute Schrottmodell, hat tatsächlich einer gekauft für 99 Euro. Ich weiß es nicht. Ich hätte den nicht gekauft. Ihr habt es ja gesehen, es gibt bessere. Man muss einfach nur recherchieren. Bisschen mehr. Ne? Guckt euch das Modell an, was ich mir gekauft habe. 60 Euro kann man nicht meckern. Ne? Ja, das soll es aber mit H0 noch nicht gewesen sein. Ich habe mir zwei weitere Bogestra-Busse bestellt noch für meine Bussammlung. Beide kommen von Rietze, da lasst euch mal überrascht sein. Da gibt es natürlich ein Review XXL zu. Das heißt, ich stelle beide Modelle gleichzeitig vor. Ja, und das soll es eben mit diesem Video jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Ne? Macht es gut. Und wir sehen uns. Ja, ich habe Mittwoch Vlog, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Je nachdem, wie ich es schaffe. Ja, macht es gut. Und im Anschluss ein paar Detailbilder noch. Und dann sehen wir uns in einem neuen Modell-Review wieder. Oder halt eben bei einem Dioram-Bau-Tutorial. Ich hoffe, dass euch dieses Video jetzt mal so ein bisschen auch gefallen hat. Noch, ne? Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Mal dieses Format. Dass wir mal so einen Kran umgebaut haben. Ne? Macht es gut. Bis dahin.